Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Marcus Aurelius, römischer Kaiser und Philosoph. Unsere Gedanken sind sehr mächtig. Doch die meisten Menschen verbringen kaum Zeit damit, sich mit der Qualität ihres Denkens zu befassen. Wenn Marcus Aurelius recht hat und unser Leben tatsächlich das Produkt unserer Gedanken ist, dann sollten wir uns jedoch sehr genau damit auseinandersetzen, auf welche Weise sich unsere Gedanken auf unser Leben auswirken und wie wir unser Denken verändern können, um uns von limitierenden Überzeugungen zu befreien und erfolgreicher und glücklicher zu sein. Die Art und Weise, wie wir über uns selbst denken, wird zu unserer Realität. Und wenn wir falsche Schlussfolgerungen darüber ziehen, wer wir sind und wozu wir in der Lage sind, dann schränken wir unser Potenzial ein. Dies ist eine der lebensveränderndsten Lektionen, die du jemals lernen kannst. Deine Realität und deine Zukunft hängen von deinen Gedanken ab, denn deine Überzeugungen, Meinungen und Gedanken formen deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit bestimmt, was du im Leben sein kannst, was du dir quasi selbst erlaubst zu sein. Deine Gedanken befeuern einen sich selbst erhaltenden Kreislauf. Was du denkst, beeinflusst direkt, wie du dich fühlst, welche Entscheidungen du triffst und wie du dich verhältst. Wenn du also glaubst, dass du ein Versager bist, dann fühlst du dich auch wie ein Versager und du wirst dich entsprechend verhalten, was deine Überzeugung, ein Versager zu sein, wiederum bestärkt. Nehmen wir an, jemand denkt, ich bin einfach nicht gut genug, um in meinem Beruf erfolgreich zu sein. Diese Annahme führt dazu, dass diese Person sich weniger anstrengt und Chancen voranzukommen liegen lässt. Dieses Verhalten hindert sie aber erst daran, eine Beförderung zu bekommen und ihre Überzeugung, beruflich nicht erfolgreich sein zu können, wird bestätigt. Oder jemand denkt, ich bin einfach sozial ungeschickt. Wenn diese Person zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung geht, bleibt sie für sich allein in der Ecke und geht Interaktionen aus dem Weg. Wenn niemand mit ihr spricht, bekräftigt dies die Überzeugung, sozial unfähig zu sein. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann machen wir automatisch zwei Dinge. Wir suchen nach Beweisen, die unsere Überzeugung bestätigen, und wir lassen alles außer Acht, was unserer Überzeugung zuwiderläuft. Jemand, der glaubt, ein Versager zu sein, wird jeden Fehler als Beweis dafür ansehen, dass er nicht gut genug ist. Wenn ihm einmal doch etwas gelingt, dann ist das für ihn nur Glück oder Zufall. Stell dir nur einmal vor, wenn das tatsächlich stimmt. Wenn es nicht bloß deine Fähigkeiten oder dein Talent sind, die dich zurückhalten, sondern deine Überzeugungen, zu was du fähig bist. Wenn du nicht hinnehmen musst, dass du einfach so bist, sondern deine Überzeugungen verändern und dadurch dein volles Potenzial entwickeln kannst und wirklich frei sein kannst, der Mensch zu sein, der in dir steckt. Also hinterfrage deine limitierenden Überzeugungen und Ansichten. In welchen Bereichen glaubst du unfähig zu sein, nicht gut genug zu sein? Was glaubst du einfach nicht erreichen zu können? Du musst nicht zulassen, dass deine Überzeugungen dein Potenzial einschränken. Die gute Nachricht ist, dass du deine Überzeugungen ändern kannst. Und hier ist die beste Technik, die es dafür gibt. The Work ist eine von Byron Katie entwickelte Methode der Selbstuntersuchung und besteht aus 4 Fragen, mit deren Hilfe du deine Gedanken und Überzeugungen untersuchen und ändern kannst. The Work ist ein einfacher, aber sehr machtvoller Prozess. Es ist eine Möglichkeit, die Gedanken zu identifizieren und in Frage zu stellen, die die Ursache deines Unglücks sind. The Work sollte für die besten Ergebnisse schriftlich durchgeführt werden. Notiere dir einige limitierende Urteile und Überzeugungen, die du über dich und deine Fähigkeiten hast, und stelle sie dann nacheinander den 4 Fragen von The Work gegenüber. Erstens, ist das wahr? Zweitens, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Drittens, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Viertens, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Geh dabei tief in dich und spüre nach, was die Antwort auf die jeweilige Frage ist und lass dir Zeit für den Prozess.
Anschließend folgt die Umkehrung. Dies ist eine Möglichkeit, das Gegenteil von dem zu erfahren, was du für wahr hältst. Du notierst dir also das Gegenteil deines Ausgangsgedankens. Einige dieser Gegensätze können dich zu wichtigen Wahrheiten führen, die in dir verborgen liegen. Diese Methode mag einfach aussehen, aber sie ist wirklich machtvoll. Sie erlaubt dir, deine limitierenden Gedanken in Frage zu stellen und aufzulösen. Und sie wird dir helfen, dein wahres Potenzial zu verwirklichen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Es würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch dafür gibst. Das hilft meinem Kanal und falls noch nicht geschehen, den Kanal abonnierst. Außerdem würde mich brennend interessieren, was du zu dem Thema denkst und ob du ein Beispiel dafür hast, wie mächtig Gedanken sein können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.